Hallo und herzlich willkommen heute zu Forum Ampuls. Mein Name ist Petra Haas, ich bin Referentin am Forum und ich darf Sie heute durch die Sitzung begleiten und zu einem neuen Thema begrüßen. Und zwar starten wir mit dem Thema Ich bin wichtig, ich bin richtig, Gesundheit und Wohlbefinden pädagogischer Fachkräfte. Die Berufsgruppe der pädagogischen Fachkräfte ist bundesweit sehr belastet und das nicht erst seit Corona. Es treten sowohl körperliche als auch psychische Beschwerden gehäuft in dieser Gruppe auf. Sie fragen sich sicher, woran das liegt und haben auch erste Erklärungen dafür. Und es gibt verschiedene Ebenen, die man dazu betrachten kann und die wir im heutigen Vortrag auch genauer erfahren werden. Die zentrale Frage, die dem Ganzen zugrunde liegt und die Motivation war für diese Veranstaltungsreihe, ist die Frage, was bedarf es, um gesund zu leben, für Sie als pädagogische Fachkräfte in diesem wichtigen Beruf für unsere ganze Gesellschaft? Und mit dieser Haltung haben wir drei verschiedene Themenschwerpunkte der kommenden Forum Ampuls-Veranstaltungen festgelegt. Denn gesunde Fachkräfte sind wichtig, um eine gelingende frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung zu gestalten. Mit ihrer pädagogischen Handlungsfähigkeit steuern sie direkt, was in den Kitas vor Ort geschieht und sind auch mit ihrem Handeln Vorbild für die Kinder, wie mit Gesundheit umzugehen ist. Heute liegt der Schwerpunkt auf dem Thema emotionale Erschöpfung, Ursachen, Folgen und Präventionsansätze. Das heißt, wir richten den Fokus explizit auf die psychische Gesundheit und schließen auch an mit dem seit einigen Jahren sehr großen Fokus der mentalen Gesundheit. Wir fragen heute und bekommen auch Antworten dazu, wie die emotionale Erschöpfung die Qualität von pädagogischen Gestaltungen in Kindertageseinrichtungen beeinflusst. Und wie engagierte und zufriedene Fachkräfte erhalten werden können. Im Chat haben Sie auch erste eigene Strategien genannt, die einerseits das Leben außerhalb des Kita-Kontextes betrifft, zum Beispiel mit der Familie Zeit verbringen, in die Natur zu gehen, aber auch Strategien, die den konkreten Arbeitsalltag umfassen. Also schon verschiedenste Elemente sind mit angesprochen. Und heute können Sie Ihre ersten Strategien abgleichen mit den Befunden unserer heutigen Expertin. Sie hat nämlich zahlreiche Studienergebnisse für uns mitgebracht. Herzlich willkommen, Professorin Yvonne Anders. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie studierte Psychologie, Soziologie und Mathematik an der Uni Münster und ist seit 12 Jahren Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung. Zuerst an der FU Berlin und nun an der Uni Bamberg seit 5 Jahren. Ihre Tätigkeit hinaus ist sie in vielen zentralen Gremien, wie zum Beispiel als berufenes Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Und sie hat zahlreiche Forschungsprojekte geleitet, die Evaluation der Sprachkitas und viele weitere Wirksamkeitsstudien zu frühkindlicher Bildung und Erziehung. Und sie hat auch Forschungsprojekte zu dem Thema emotionale Erschöpfung durchgeführt. Und da freuen wir uns sehr, dass wir heute von Ihrer Expertise profitieren dürfen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese wie gewohnt über den Chat stellen und im Nachgang an den Vortrag werde ich dann in einem Fachgespräch an Professorin Anders Ihre Fragen richten. Jetzt übergebe ich das Wort an Sie, Frau Anders, und freue mich sehr auf Ihren Vortrag und Ihre Einblicke. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch an all die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich hier zugeschaltet haben. Ich werde jetzt meine Präsentation starten und dann in den Vortrag einsteigen. Genau, vielleicht noch als wichtige Info vorab, Sie werden auch die Präsentation im Nachgang zugesandt bekommen. Wahrscheinlich nicht mehr heute, aber genau, in naher Zukunft. Gut, wie schon in der Einführung gesagt wurde, möchte ich mich hier heute beschäftigen mit dem Thema
emotionale Erschöpfung, psychische Gesundheit, Burnout, insbesondere auch, was das für die Fachkräfte und die pädagogischen Interaktionen in den Kitas bedeutet und welche Präventionsansätze wir uns hier vorstellen können. Dazu habe ich den Vortrag in unterschiedliche Teile eingeteilt, werde hier erstmal auf den Hintergrund eingehen, pädagogische Qualität und dann eben hier in das Kernthema einsteigen zur emotionalen Erschöpfung von frühpädagogischen Fachkräften, möchte dann das Thema aber auch noch mal etwas breiter aufklappen mit Blick auf eine systemische Sichtweise. Zum Hintergrund, warum ist dieses Thema wichtig? Zunächst einmal sehen wir, es sind immer mehr Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut. Wir sehen hier nahezu 100% aktuell in der Gruppe der 4- bis 5-Jährigen und eben auch in der Gruppe der 2- bis 3-Jährigen ist der Anteil sehr stark steigend. Die Kinder sind auch immer länger in den Kitas, sind häufig ganztags betreut und deshalb ist sowohl die Qualität wichtig, als auch eben die Frage, wie es den Fachkräften geht und welchen Einfluss ihr psychisches Erleben auf die Qualität hat. Hier sehen wir insbesondere eben auch nochmal den Anstieg der Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagesbetreuung, sodass wir sehen, dass in den östlichen Bundesländern mittlerweile auch schon über 50%, knapp 60% in Betreuung sind und auch in den westlichen Bundesländern, Baden-Württemberg hier als Schlusslicht, sind wir bei den 30%, wobei man sagen muss, dass in dieser Zahl natürlich auch immer die Kinder unter 1 Jahr mit eingerechnet sind, die wir eigentlich nicht in der Betreuung unbedingt vermuten. Warum ist generell das Thema pädagogische Qualität wichtig oder auch Kindertagesbetreuung? Wir sehen, dass die vorschulische Zeit, das ist hier auf der Grafik gekennzeichnet, eben mit der Preschool-Zeit, das Alter von 0 bis 6 Jahren, die Zeit ist, in der sich die sozialen Ungleichheiten aufmachen. Hier abgezeichnet sind Daten von meinen Kollegen Skopik und Passaretta auf Basis von Daten des Nationalen Bildungspanels und sind Kompetenzdaten von Kindern. Und wir sehen hier die Unterschiede zwischen Kindern mit geringem, moderatem und hohem sozioökonomischen Status. Und wir sehen eben, dass die Kompetenzen hier schon im vorschulischen Alter sehr stark in Abhängigkeit vom Hintergrund der Familie auseinandergehen und dass diese Unterschiede dann weitestgehend stabil bleiben. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, was wir eben tun können im vorschulischen Alter. Und ich werde auch später darauf eingehen, was die psychische Gesundheit der Fachkräfte damit zu tun hat. Einbetten kann man das in eine systemtheoretische Sichtweise. Wir sehen hier, das Kind wird hereingeboren in eine Familie. Und die allermeisten Kinder werden dann später in eine Kindertageseinrichtung gehen. Und daher betrachten wir hier eben die Lern- und Entwicklungsbedingungen in der Familie und in den Kindertageseinrichtungen in ihrer Auswirkung auf die Kinder. Das bringt uns zur Frage der pädagogischen Qualität von Kindertageseinrichtungen und ihren Auswirkungen. Ich habe hier einmal mitgebracht ein Modell der frühpädagogischen Qualität, eine Erweiterung des Strukturprozessmodells, kürzlich in einem Artikel beschrieben von meiner Kollegin Elisa Oppermann und mir in der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.
Und wir sehen hier eben das Haus der Kita dargestellt und im Zentrum die zunächst einmal die Interaktionsprozesse mit Kindern in ihrer Quantität und ihrer Qualität, als auch die Interaktionsprozesse mit Eltern. Und die Qualität eben dieser Interaktionsprozesse wird hier angenommen als zentral in ihrer Wirkung auf Kinder und Familien. Nun finden die Interaktionen hier in Einrichtungen statt und einen Einfluss hat einerseits die Strukturqualität und die strukturellen Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Fachkraft-Kind-Schlüssel, zum Beispiel die Qualität der Materialien, zum Beispiel die formal-fachliche Qualifikation der Fachkräfte oder eben die Frage des Vorhandenseins von mittelbarer pädagogischer Arbeitszeit. Im Zentrum dessen, was aber eben wir sehen an Gestaltung innerhalb der Kindertageseinrichtungen, sind die frühpädagogischen Fachkräfte zentral mit ihren professionellen Kompetenzen eingebettet in ein Team, in Teamprozesse, in ein Teamklima. Und wir gehen hier eben auch davon aus, dass Organisationsqualität, Implementationsqualität, Leadership einen großen Einfluss nehmen auf alles, was in einer Kindertageseinrichtung passiert. Wir wissen, dass die Qualität der frühen Bildung im emotionalen Bereich, in der Regel im moderaten Bereich liegt, die Qualität der frühen akademischen Förderung aber im geringen Bereich. Wir sehen auch, dass insbesondere in Einrichtungen und Gruppen, in denen der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund besonders hoch ist, dass wir hier eine geringere Qualität der pädagogischen Interaktionen beobachten. Das ist deshalb relevant, weil gerade die Kinder mit Migrationshintergrund, in der wir auch eine hohe Gruppe von Kindern mit schwachem sozioökonomischen Status finden, letztlich eine bessere Qualität benötigen, um eben in ihrer Entwicklung auch gefördert zu werden und um eben diesen frühen Gap, den ich eingangs gezeigt habe, zu versuchen, entsprechend zu kompensieren. Was die Forschung ganz klar zeigt, ist einerseits, die pädagogische Qualität ist ausschlaggebend und insbesondere sind auch solche Programme wichtig, in denen nicht nur mit den Kindern gearbeitet wird, sondern eben auch die Familien und Eltern der Kinder mit einbezogen werden. Im Zentrum der pädagogischen Qualität und im Zentrum dessen, was realisiert wird in der Interaktion mit den Kindern, steht die frühpädagogische Fachkraft und stehen ihre professionellen Kompetenzen. Und nun ist die Frage, was hat all das mit emotionaler Erschöpfung zu tun? Und hier möchte ich jetzt darauf eingehen, das ist jetzt hier der Kernteil des Vortrags, auch mit unterschiedlichen Studien untermauert. Emotionale Erschöpfung kennen wir im Zusammenhang mit einem Schlagwort, dem Burnout. Emotionale Erschöpfung ist ein Aspekt von Burnout. Burnout lässt sich charakterisieren durch insbesondere drei Merkmale: die emotionale Erschöpfung, die Depersonalisation und die verringerte Leistungsfähigkeit. Depersonalisation zeigt sich zum Beispiel darin, dass mit den Personen oder im Fall der Kita eben mit den Kindern, um die man sich kümmert im Rahmen des Bildungs- und Betreuungsauftrags, dass hier keine Empathiefähigkeit mehr gezeigt werden kann, dass man zum Beispiel zynisch wird, kein Mitgefühl hat, dass es ihm mehr oder weniger
egal wird, wie es diesen Kindern geht. Und Burnout kann eben, wenn es weiter fortschreitet, letztlich zum Ausstieg aus der Arbeitsfähigkeit, zum Ausstieg aus der Arbeit und eben auch zum Ausstieg aus dem Beruf führen. Wir gehen hier davon aus, dass die Arbeitsbedingungen einen Einfluss nehmen auf Burnout-Symptome. Burnout-Symptome wiederum im Zusammenhang stehen mit der Arbeitszufriedenheit. Wir gehen davon aus, dass Burnout-Symptome im Zusammenhang stehen mit der Empathie, mit der Empathiefähigkeit von frühpädagogischen Fachkräften und dass dementsprechend Burnout-Symptome auch im Zusammenhang stehen mit der Prozessqualität. Wenn man dieses einbettet in die Diskussion um professionelle Kompetenzen von frühpädagogischen Fachkräften, also die Frage, welche Kompetenzen benötigen frühpädagogische Fachkräfte, um qualitativ hochwertige pädagogische Handlungen vorbereiten, zu initiieren, durchzuführen, dann sehen wir, dass wir hier Wissen verankert haben als zentrale professionelle Kompetenz, die Fähigkeit, pädagogische Situationen wahrzunehmen, zu analysieren, die methodischen und sozialen Kompetenzen und das, was wir hier im Rahmen von emotionaler Erschöpfung und Burnout untersuchen, lässt sich hier einerseits einordnen in die motivationalen Voraussetzungen, aber eben auch in die sozialen Kompetenzen von frühpädagogischen Fachkräften. Deshalb ist eine Beschäftigung mit der psychischen Gesundheit von Fachkräften auch immer eine Beschäftigung mit ihren professionellen Kompetenzen. Was verstehen wir unter Empathie? Empathie beschreibt die Fähigkeit, den inneren Zustand einer anderen Person zu teilen. Und unterschieden wird hier die kognitive Empathie, also auf einer kognitiven Ebene zu verstehen, wie sich jetzt eine Person vermutlich fühlen wird, auf einer kognitiven Ebene zu verstehen, dass eine Person enttäuscht ist, wenn sie eine erwartete Belohnung nicht bekommt. Die affektive Empathie bezieht sich darauf, sich in diesen Gefühlszustand auch tatsächlich hineinfühlen zu können. Empathie ist in der frühpädagogischen Landschaft ein ganz, ganz zentrales Konstrukt. Es führt dazu, dass Fachkräfte sensibler auf kindliche Bedürfnisse reagieren. Es ist auch im Zusammenhang mit einem positiven emotionalen Klima, insgesamt mit besseren Fachkraft-Kind-Beziehungen und es steht auch im Zusammenhang mit der Förderung des sozial-emotionalen Lernens der Kinder einem ganz zentralen Bildungsauftrag in der Kindertagesbetreuung bzw. in der frühen Bildung. Burnout und Empathie stehen, wenn man hier einmal drauf schaut, in gegensätzlicher Beziehung zueinander. Wenn jemand bereits im Stadium des Burnout angekommen ist, also über die emotionale Erschöpfung in einen Zustand verringerter Leistungsfähigkeit und schließlich auch in der Depersonalisation gelandet ist, dann ist diese Person in ihrem Fokus auf sich selbst, im Selbstfokus und es ist in der Distanz zu Menschen. Empathie bezeichnet den Zustand im Fokus auf das Gegenüber, auf die Gefühle des anderen, auf den Gemütszustand des anderen, auf das, wie die andere Person gegebenenfalls reagieren wird. Dementsprechend gehen wir hier davon aus, dass wenn Fachkräfte in einen Zustand des Burnout
gelangen, dass dann die Empathie leiden wird. Wir haben die Frage, ob Burnout tatsächlich zu einer verringerten Empathiefähigkeit führt und was und wie Burnout die pädagogische Qualität, die insbesondere die Prozessqualität beeinflusst, in unterschiedlichen Studien untersucht. Das war ein ganz zentrales Thema einer Dissertation einer ehemaligen Mitarbeiterin von mir, der Mareike Trauernicht, die Sie als Erstautorin in den entsprechenden Publikationen sehen, die mittlerweile an der Universität Potsdam arbeitet. Geht man zunächst mal auf den ersten Zusammenhang, die Frage, wie stehen Arbeitsbedingungen, Burnout-Symptome im Zusammenhang? Dann haben wir uns das angeschaut auf Basis der Daten der Evaluation des Bundesprogramms Sprachkitas. Hier war eine sehr große Stichprobe von Fachkräften befragt und auch beobachtet worden. Wir hatten Informationen zu den strukturellen Rahmenbedingungen, wir hatten Informationen zu Orientierungen, zu Einstellungen. Wir hatten Informationen oder haben Informationen erfragt zur Organisationsqualität. Und was wir hier erstaunlicherweise sehen, ist, dass es insbesondere die sozialen Aspekte der Arbeitsbedingungen sind, die mit höheren Werten in der emotionalen Erschöpfung von Fachkräften im Zusammenhang stehen. Also, bei schlechterem Klima und insbesondere auch bei einer wahrgenommenen schlechten Qualität der Beziehung zu den Familien sehen wir eher höhere Werte in der emotionalen Erschöpfung. Der größte Trigger sind hier an dieser Stelle mit Blick auf das soziale Klima tatsächlich die Eltern. Das heißt, wir haben hier gesehen, dass Familien, die Zusammenarbeit mit Familien einen großen Stressfaktor für die frühpädagogischen Fachkräfte darstellen kann. Wir sehen weniger einen direkten Zusammenhang mit den strukturellen Rahmenbedingungen. Das heißt, wir sehen in unserer Studie zum Beispiel auch keinen direkten Zusammenhang mit dem Fachkraft-Kind-Schlüssel oder mit dem Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund. Schauen wir uns jetzt an, wie sieht es aus mit dem Zusammenhang von Burnout-Symptomen und Empathie? Mareike Trauernicht hat hierfür ein Online-Experiment durchgeführt. Hier hat sie über eine Online-Anwendung insgesamt 355 Personen rekrutiert, etwa zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer. Und was sie hier gemacht hat, sie hat zunächst einmal die Personen in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, in eine Experimentalgruppe und zwei Kontrollgruppen. Sie wollte zunächst einmal hier in diesem Experiment klären, inwieweit das Burnout-Level oder das Ausmaß emotionaler Erschöpfung tatsächlich im Zusammenhang steht mit einer eingeschränkten Empathie. Und was sie hierfür gemacht hat, ist, dass sie in der Experimentalgruppe zunächst einmal eine Burnout-Intervention gesetzt hat. Die Kontrollgruppe bekam eine neutrale Intervention und die zweite Kontrollgruppe bekam keine Intervention. Dann wurde das Burnout-Level gemessen und dann fand ein Test statt in der Empathiefähigkeit. Wie sah nun die Burnout-Intervention aus? Es war eine sogenannte autobiografische Gedächtnisaufgabe. Das heißt, die teilnehmenden Personen wurden gebeten, sich an eine Situation zu erinnern, wo sie sich im arbeitsbezogenen Kontext besonders gestresst gefühlt haben
Und genau diese Situation zu beschreiben, man geht davon aus, dass durch ein Hineinversetzen in diese Situation auch wieder das Stressgefühl erlebt wird. Und dann wurde eben im Anschluss entsprechend die Empathiefähigkeit im Vergleich zu den Gruppen sich angeschaut, die eine neutrale Intervention bekommen, also eine Gedächtnisaufgabe, wo nicht etwas Negatives assoziiert wurde, beziehungsweise die überhaupt keine Intervention bekommen haben. Wir haben hier gesehen, zunächst einmal, dass diese Manipulation wirkt. Das heißt, wir sehen hier in der Experimentalgruppe einen höheren Stresswert im Vergleich zu den Kontrollgruppen. MBI steht hier für Maslach Burnout Inventory und Maslach Burnout Inventory ist ein sehr bekanntes und auch international anerkanntes Maß für Burnout und emotionale Erschöpfung. Spannend ist natürlich jetzt, wo wir gesehen haben, das Experiment mit seiner Manipulation hat zunächst einmal funktioniert. Sehen wir denn jetzt tatsächlich auch Unterschiede in der Empathie? Wir haben hierzu Empathietests durchgeführt. Das sind Tests, vielleicht haben Sie sowas schon mal rumprobiert. Sie können gerne mal im Internet sich auf die Suche machen. Dann können Sie hier auch in einen Selbsttest gehen. Es gibt solche Tests, Reading Your Eyes Tests heißen die häufig. Man bekommt Gesichtsausschnitte von Personen gezeigt und hat dann Multiple-Choice-Auswahl an Emotionen und muss eben entsprechend sich hier entscheiden, welche Emotion man in dem Gesicht sieht. Oder man muss eben Fragen beantworten dahingehend, in die man jetzt, weit jetzt Folgen aus Perspektive eines anderen auch bewerten kann. Und man sieht hier, dass mit Blick auf die kognitive Empathie wir hier auf jeden Fall einen Einfluss sehen, des Burnout-Levels. Mit Blick auf die affektive Empathie ist ja zwar eine Tendenz zu sehen, aber die war nicht, statistisch bedeutsam. Wir haben jetzt weitergeschaut, was macht Burnout mit der Prozessqualität? Dafür haben wir wieder die Daten der Evaluation des Bundesprogramms Sprachkitas bemüht, greifen hier zurück auf 204 Kitas, auf 1389 frühpädagogische Fachkräfte. Wir hatten knapp 7 Fachkräfte pro Kita und ganz überwiegend Frauen befragt und haben die Fachkräfte außerdem befragt zu der Häufigkeit sprachlicher Bildungsaktivitäten. Wir befinden uns hier in einer Studie zur sprachlichen Bildungsqualität. Dementsprechend haben uns hier die sprachlichen Bildungsaktivitäten auch besonders interessiert. Und Sie sehen hier Beispiele, wie eben so etwas erfasst wird. Die Fachkräfte werden gefragt, wie häufig lesen Sie zum Beispiel Geschichten vor im pädagogischen Alltag, wie häufig erzählen Sie Märchen oder Geschichten. Und das waren eben insgesamt 10 Items dazu. Und wenn man jetzt erstmal schaut, welchen Einfluss hat jetzt die emotionale Erschöpfung auf die Häufigkeit solcher sprachlichen Bildungsaktivitäten, sehen wir hier einen negativen Zusammenhang. Das heißt, je erschöpfter die Fachkräfte sind, desto weniger sprachliche Bildungsaktivitäten werden tatsächlich durchgeführt und angeboten. Wir haben jetzt weitergeschaut, wie sieht es aus mit anderen Merkmalen der Fachkraft oder eben auch der Kita. Sie sehen, wir haben uns angeschaut, das Ausbildungslevel, die Fortbildungsstunden, die Arbeitserfahrung im Früh-
pädagogischen Bereich uns angeschaut, Gruppenmerkmale wie Anzahl der Kinder, Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, Kita-Merkmale, den Fachkraft-Kind-Schlüssel, das pädagogische Konzept. Und hier stechen lediglich zwei Merkmale hervor, die hier einen Einfluss haben auf das sprachliche Bildungsangebot unter Kontrolle der emotionalen Erschöpfung. Entschuldigung, ist nur ein Merkmal, es ist die Fort- und Weiterbildung. Das heißt, Fort- und Weiterbildung ist etwas, was hier eben im Zusammenhang steht mit der pädagogischen Prozessqualität, auch dann, wenn Fachkräfte emotional erschöpft sind. Wie kann man dieses Thema emotionale Erschöpfung, Burnout, jetzt nochmal stärker systemisch einbetten? Und was sind auch Ansatzpunkte für Prävention? Da sticht einem ganz oft in der Literatur sofort der Begriff der Resilienz heraus. Resilienz wird auch deshalb so relevant in unserer Gesellschaft, und Kita ist natürlich Teil unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft in den letzten Jahren in hohem Maße von Krisen gebeutelt wird. Ein sehr prominentes Beispiel, was wir natürlich alle nicht vergessen haben und was vielleicht auch immer wieder kommen wird, ist die Covid-Pandemie. Warum war die Covid-Pandemie eine Krise, insbesondere für Kinder, insbesondere auch für Fähigkeiten und Kompetenzentwicklung im Rahmen der psychischen Entwicklung oder auch der Resilienzfähigkeit? Es wurden Kindertageseinrichtungen geschlossen, die Arbeit fand überwiegend in Homeoffice statt, es gab finanzielle Einbußungen, Kontaktbeschränkungen, es gab Infektionen, Krankheit, im Zweifelsfall auch Tod, Angst vor Infektionen und der Krankheit. Das hieß zunächst einmal für Kinder, die in diesen Rahmenbedingungen aufwachsen, dass der natürliche Kontext für sozioemotionale Entwicklung, aber eben auch vor allem für das Erlernen sozioemotionaler Fähigkeiten und das soziale Miteinander sehr stark eingeschränkt war. Es wurde den Kindern Bildung entzogen durch die Schließung der Kindertageseinrichtungen. Dieses Thema ist am Anfang kaum gesehen wurde. Es ist nicht nur darum ging, dass die Familien keine Betreuung mehr für ihre Kinder hatte, sondern dass den Kindern Bildung entzogen wurden. Es entstand Stress in Familien durch die Kombination von Homeoffice und Betreuung der Kinder, aber auch durch finanzielle Einbußung zum Beispiel. Und digitale Kommunikation bekam einen ganz anderen Stellenwert. Wir sehen mittlerweile, dass Covid kein Einzelfall war, sondern dass wir vermutlich uns darauf einstellen müssen und es auch sehen, dass unsere Gesellschaft aktuell noch von weiteren Krisen betroffen wird, zum Beispiel der Klimawandel, alles, was damit verbunden ist, wie die Energiekrise, Kriege und Fluchtbewegungen, der Krieg in der Ukraine, die kriegerischen Auseinandersetzungen in Israel-Palästina. Aktuell auch der demografische Wandel, Fachkräftemangel, der ja hier die Kitas auch sehr, sehr stark betrifft, kann als Krise bezeichnet werden. All das führt zu Instabilität, Unsicherheit, höheren Anforderungen für das frühpädagogische System, höhere Anforderungen an den Bildungsauftrag unter widrigen Bedingungen, gegebenenfalls bieten diese Krisen natürlich auch Chancen und Ressourcen für Weiterentwicklung. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig zu schauen, was kann ein solches System, was kann die einzelnen Kitas, was kann die Kinder und was kann die frühpädagogischen Fachkräfte hier resilient machen und welche Aspekte sind hier wichtig. Die
Widerstandsfähigkeit im Sinne von Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit von Kindern, Familien, frühpädagogischen Einrichtungen auf Herausforderungen, in diesem Kontext hier Gefahren und Störungen und Veränderungen der äußeren Bedingungen, systemerhaltend zu reagieren. Und zwar so, dass bestehende Ressourcen bewahrt oder wiedererlangt werden. Schaut man jetzt auf die Resilienz von Kindern, dann sieht man, dass hier insbesondere die sozio-emotionalen und die selbstregulativen Kompetenzen angesprochen sind, dass der Erwerb der sozial-emotionalen Kompetenzen in solch krisenhaften Situationen eine ganz zentrale Entwicklungsaufgabe sind. Sie bezieht sich auf den Umgang mit Emotionen, die Empathiefähigkeit, die Kontakt- und Beziehungsfähigkeit, die Kooperationsfähigkeit und die selbstregulativen Kompetenzen im Sinne der Anpassungsfähigkeit eigener Gedanken, Gefühle und Verhalten an die Anforderungen von Situationen. Resilienz von frühpädagogischen Einrichtungen bezieht sich wiederum auf die Aufrechterhaltung einer hohen pädagogischen Qualität unter besonderen Anforderungen. Das heißt, hohe pädagogische Qualität trotz Diskontinuität und Unsicherheit aufrechtzuerhalten. Die Zusammenarbeit mit Familien hat sich im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie hier als Kontinuitätsfaktor gezeigt. Erinnern wir uns aber daran, was ich eben auch gezeigt habe zu den Bedingungsfaktoren von emotionaler Erschöpfung. Zusammenarbeit mit Familien bedeutet häufig für frühpädagogische Fachkräfte ein erhöhtes Stresserleben. Und das heißt, man kann hier schauen, was muss und sollte hier auf systemischer Ebene, neben den Voraussetzungen auf struktureller Ebene, eben auch weiterentwickelt werden, um die Resilienz des Systems, um die Resilienz der Einrichtung, der Resilienz der Kinder zu stärken. Schauen wir jetzt auf die Fachkräfte, sie selbst und ihre professionellen Kompetenzen sind eine ganz zentrale Voraussetzung für die Resilienz von Kindertageseinrichtungen. Heißt, wenn Fachkräfte aufgrund von Burnout aus dem Beruf aussteigen oder in Krankheitsphasen abdriften, dann stellen sie eine Gefahr der Resilienz dar, eben durch den Personaleinbruch zum Beispiel. Wenn emotional erschöpfte Fachkräfte weniger Bildungsaktivitäten anbieten können, aufgrund eben der entsprechenden emotionalen Lage, dann wird auch hier die Resilienz angegriffen, weil die Qualität nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Und wenn emotionale Erschöpfung zu einer verringerten Empathiefähigkeit führt, dann ist die Sensibilität eingeschränkt und dann ist genau der Kontext in Gefahr, der so wichtig ist für die Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen der Kinder, die aber wiederum so ganz zentral sind für ihre eigene Resilienz. Das heißt, die Prävention von emotionaler Erschöpfung, die Stärkung der psychischen Gesundheit der Fachkräfte stellt einen ganz, ganz wichtigen Aspekt in einer Gesamtstrategie zur Förderung der Resilienz des frühpädagogischen Systems dar. Wenn ich das Ganze hier zusammenfasse und dann auch gerne mit Ihnen gemeinsam in die Diskussion einsteige zu den Präventionsmaßnahmen oder auch wie Sie selbst eben auch die Auswirkungen von Stress auf Ihre eigene pädagogische Arbeit wahrnehmen, kann ich das Ganze hier einmal zusammenfassen. Wir sehen zum einen die Kita als Bildungskontext mit zunehmender Bedeutung. Wir wissen aber auch ausschlaggebend, insbesondere um so etwas wie Chancengerechtigkeit zu stärken durch frühe Bildung, ist die hohe Qualität. Frühpädagogische Fachkräfte sind hier ein Schlüsselfaktor
Und ganz zentral, gerade in aktuellen Zeiten, sind Empathiefähigkeit und Selbstregulationsfähigkeit im Umgang mit Stress als eben professionelle Kompetenzen. Denn emotionale Erschöpfung steht im Zusammenhang mit verringerter Empathiefähigkeit und auch mit verringerten Bildungsmöglichkeiten bzw. pädagogischen Aktivitäten. Notwendig ist hier die Förderung der Resilienz auf individueller, institutioneller, systemischer Ebene. Zum einen natürlich mit Blick auf die Schaffung der strukturellen Rahmenbedingungen, aber eben auch mit Blick auf die Organisationsentwicklung, um eben das Teamklima entsprechend auch als wichtigen Aspekt hier zu stärken. Mit gezielten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, gerade auch zu solchen Themen, die Stress auslösen für die frühpädagogischen Fachkräfte, zum Beispiel das Thema Zusammenarbeit mit Familien und weitere individuelle Stärkung und Fort- und Weiterbildung. Stärkung von Resilienz auf Ebene der Kindebene heißt, den Bildungsauftrag im Bereich der sozioemotionalen Kompetenzen in den Vordergrund zu stellen. Ich bedanke mich hier für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich habe mit Blick auf die Zeit ungefähr eine Punktlandung gehabt, sodass wir hier hoffentlich noch viel Zeit zum Diskutieren und für Fragen und Austausch haben. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Anders, für Ihre Darstellung, den Blick beginnend bei der Qualität und den verschiedenen Einflussfaktoren hin zu den verschiedenen Ebenen, die eben zu emotionaler Erschöpfung führen können. Ich glaube, es war sehr umfassend und Sie haben ganz schön viele verschiedene Dimensionen angesprochen, wovon ich gerne auch direkt eine aufgreifen möchte. Genau, also als erste Frage kam jetzt für mich besonders in den Fokus. Sie haben die Ergebnisse aus dem Sprachkita-Programm dargestellt und die Bedeutung des Teamklimas. Können Sie uns denn genauer mitteilen, welche Art des Teamklimas besonders zu emotionaler Erschöpfung geführt hat? Es war vorhin auch im Chat genannt, dass eine Strategie eben ist, um Belastung zu reduzieren, eine gute Kommunikationskultur. Ging das vielleicht auch in die Richtung, was quasi jetzt schon unsere Teilnehmenden mit angedacht haben? Ja, wenn ich es positiv fassen soll, also in welchen Teams tritt einfach weniger emotionale Erschöpfung auf, ist dann, wenn man sich im Team angenommen fühlt, wenn man den Eindruck hat, man kann aufeinander zählen, man kann sich gegenseitig unterstützen, es ist eine gute Kommunikation da. Ich habe nicht den Eindruck, ich muss etwas verheimlichen oder mich verstellen. Also das waren die Aspekte von Teamklima, die wir uns hier angeschaut haben. Schön, vielen Dank für die weitere Konkretisierung. Ich glaube, das war auch so mit gemeint dann in der anfänglichen Darstellung. Dann haben wir eine erste Frage noch aus dem Chat von Veronika Anton. Was bedeuten diese Zusammenhänge für die derzeitige Entwicklung in Baden-Württemberg zwischen Bildungs- und Betreuungszeit? Das, glaube ich, auch so sind so Ansätze angesprochen, die nun mit dem Erprobungsparagraf umgesetzt wird, dass in einzelnen Kitas eine Trennung stattfindet zwischen einer Bildungszeit am Vormittag mit pädagogischen Fachkräften und einer Betreuungszeit mit Nichtfachkräften am Nachmittag. Ja, was bedeutet das? Also in dem Augenblick, wo jetzt Fachkräfte in die
Betreuung mit aufgenommen werden, die entsprechend einen geringeren fachlichen Abschluss haben, wie das ja passiert, wenn man das entsprechend so umsetzt, dann verringern wir hier natürlich, sagen wir, auf der einen Seite die Strukturqualität, weil natürlich die formale Qualifikation ganz zentralen Aspekt darstellt. Wir haben immer den Ansatz, dass natürlich die fachliche Qualifikation in Zusammenhang steht mit den professionellen Kompetenzen und dass fachlich besser ausgebildete Fachkräfte letztlich auch eine qualitative Voraussetzung sind für einen qualitativ hochwertigen Bildungsauftrag. In dem Augenblick, wo man eine solche Trennung vornimmt, dann ignoriert man natürlich, dass insbesondere sozioemotionale Entwicklung von Kindern natürlich auch in der Betreuungszeit stattfindet. Auch andere Kompetenzen entwickeln sich in der Betreuungszeit. Man schafft nochmal höhere Abstimmungs Erfordernisse zwischen unterschiedlich ausgebildeten Gruppen. Vielleicht einerseits, wenn es dazu führt, dass in der sogenannten Bildungszeit auch tatsächlich bessere Rahmenbedingungen da sind, vielleicht auch ja, entlastendere Bedingungen für die Fachkräfte dahingehend, für die ausgebildeten Fachkräfte dahingehend, dass sie auch wirklich ihren Bildungsauftrag, was ihnen auch eine positive Wertigkeit gibt, ihrer Arbeit, besser ausführen können. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder einen größeren Druck, dass jetzt etwas in einer kürzeren Zeit stattfinden soll. Abgesehen davon, dass die Impulse von den Kindern, wie sie die Welt aufnehmen und dass sie sozusagen unterstützt und gebildet werden wollen, natürlich den ganzen Tag kommen und die Kinder wissen nicht, ob jetzt gerade Betreuungs- oder Bildungszeit ist. Dementsprechend ist es auf jeden Fall eine große Herausforderung wiederum für mehr Input für Organisationsqualität, um nicht noch größere Belastungen für alle Fachkräfte hier zu produzieren. Ja, vielen Dank für Ihre Darstellung, was für Konsequenzen eben das haben kann und wo vielleicht noch mehr Bemühungen jetzt notwendig sind. Jetzt erreichte uns noch eine weitere Nachfrage von Michael Schlotterbeck zum Thema Teamklima. Und zwar geht es konkret um die Frage, was man tun kann, wenn ein Team in der Storming-Phase feststeckt und dadurch die Gesundheit, die emotionale Erschöpfung auch aller Fachkräfte betroffen ist. Was kann man konkret tun? Wir haben eine weitere Arbeit, die ich jetzt hier nicht gezeigt habe, wo wir uns noch mal genauer beschäftigt haben mit der Organisationsqualität und insbesondere auch dem Einfluss von Leadership auf Organisationsqualität, Implementationsqualität und dann auch eben die emotionale Erschöpfung von Fachkräften. Und wir sehen einerseits, dass Leadership hier einfach ein ganz, ganz zentraler Aspekt ist. Also eben auch in Phasen des Storming hier im partizipativen Leadership-Ansatz zu fahren, der auch wirklich die Motivationen und Wünsche der einzelnen Fachkräfte, gegebenenfalls eben auch unterschiedliche Belastbarkeiten hier in einen Aushandlungsprozess auch bringt und eben mit dem Team auch gemeinsam letztlich eine geteilte Vision entwickelt, wo man gemeinsam hin möchte, dann kann man viel tun, dass solche, ja, dass solche sehr, sehr beanspruchenden Phasen auch, sag ich mal, gut überstanden werden können. Ich bin auch ein großer Fan an dieser Stelle vom Path-Goal-Modell of Leadership
und vom Modell der individuellen Voraussetzungen, dass man einerseits sich auch anschauen muss, was sind eigentlich die Motive von Fachkräften, also welche Fachkräfte möchten am allerliebsten in Ruhe, sage ich mal, mit den Kindern arbeiten, welche Fachkräfte sind vielleicht so aufgestellt, dass sie solche umbrechenden Zeiten für sich als Weiterentwicklung gerade nutzen möchten und können. Welche Fachkräfte haben bereits körperliche Einschränkungen? Welche Fachkräfte sind körperlich komplett fit? Und dass man hier eben auch gemeinsam sich anschaut, was sind, ist dann eben auch eine entsprechend gute Arbeitsverteilung. Vielen Dank. Also die Rolle der Leitung und Steuerung ist dann sehr zentral, habe ich jetzt mit diesem Leadership von Ihnen verstanden. Jetzt haben wir noch eine Frage nach den ganz konkreten Anwendungen von Eva Walling. Und zwar fragt sie, was wären konkrete Top-Tipps, um Resilienz zu stärken für FortbildnerInnen oder Trägervertretungen oder auch Leitungen? Sie haben es ja ein bisschen genannt jetzt mit dieser Multiprofessionalität, dass man entsprechend von Voraussetzungen und Qualifikationen das Team aufstellt. Ich glaube, bei dem Burnout-Phänomen ist ganz wichtig zu verstehen, dass eine hohe Arbeitsbelastung und Stress nicht notwendigerweise im Burnout sich ausdrücken muss. Es gibt auch Phasen, wo eben auch eine positive Wahrnehmung von Stress da ist, nämlich dann, wenn ich eine ganz große Wertigkeit meiner eigenen Arbeit sehe und komplett committed bin mit dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist zunächst mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, neben den organisationalen Aspekten vom Teamklima auch wirklich Aufgaben zu schaffen, wo die Personen auch eine größere Weiterentwicklung für sich sehen. Deswegen sehe ich zum Beispiel auch die Schaffung von diesen sogenannten Funktionsstellen eigentlich auch als eine ganz tolle Möglichkeit für Fachkräfte mit Ambitionen, sich zu spezialisieren, sich dahingehend weiter zu entwickeln. Ich sehe Fort- und Weiterbildung immer als ganz, ganz wichtigen Präventionsansatz auch gegen Erschöpfung, weil wenn wir machen ganz viel zum Thema Zusammenarbeit mit Familien und es gibt Fachkräfte, da stehen die Familien wie so ein angsteinflößender Elefant im Raum, weil sie ganz viel auch einfach Erwartungen an die Fachkräfte herantragen. Und wir haben Fachkräfte, die haben Angst vor Eltern, die wissen überhaupt nicht, wie sie mit Eltern sprechen können, die nehmen sich nicht wertgeschätzt wahr. Und da kann man, wenn man solche Fachkräfte allein mal in Kommunikationsskills schult, dann ist es auch eine Prävention gegen emotionale Erschöpfung. Man darf natürlich auch die kompletten strukturellen Rahmenbedingungen nicht außer Acht lassen. Natürlich macht ein dauerhaft schlechter Personalschlüssel eine entsprechende Arbeitsbelastung. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Wir haben jetzt noch eine Frage, die sich mehr auf diese individuelle Ebene bezieht. Wenn jetzt tatsächlich in dem Team einzelne Fachkräfte erkrankt sind, da fragt Yvonne Kühnel, was empfehlen Sie im Umgang mit einzelnen Fachkräften, die unter Burnout leiden? Und Sabine Keller merkt auch an, dass Depressionen immer häufiger auftreten und wie man dies, wie man da einen guten Umgang findet. Also, was glaube ich immer wichtig ist, zu sehen, psychische Erkrankungen und dazu gehört Burnout ja, wenn es denn zum Burnout gekommen ist, genauso wie Depression, sind ein Prozess. Das heißt, es entwickelt sich von, sage ich mal, einzelnen Tagen, an denen man sich erschöpft fühlt, hin zu einem Zustand, wo man komplett leistungsunfähig ist und die Kinder vielleicht nur noch anmault, weil sie einem nur noch auf die
auf die Nerven gehen. Ganz toll ist natürlich, wenn Fachkräfte in einem, ja, in einem Stadium, wo sie noch nicht klinisch krank sind, auch wirklich aufgenommen werden und man hier eben auch wirklich umfangreich Supervisionsangebote, Beratungsangebote, Weiterleitungsangebote auch vorhält, damit es gar nicht erst zu einer klinischen Depression oder eben zu einem klinisch relevanten Burnout kommt, wenn Fachkräfte tatsächlich in einem ganz schlimmen Burnout stecken oder in einer Depression, dann sind diese Personen krank. Und ich glaube, dann gehört es eben auch dazu, einfach dahingehend zu beraten, wo sie sich therapeutische Unterstützung holen können, um aus dieser Krankheitsphase auch wieder rauszukommen. Also die feinen Signale dann auch innerhalb des Teams anzuwenden und da genau hinzuspüren und zu reagieren. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Jetzt haben wir noch mal einen Fokuswechsel, und zwar haben wir eine Frage von Caroline Stratenberg, die sich auf die Kinder bezieht. Sie erlebt, dass Kinder mit sozial-emotionalen Problemen auch zur Erschöpfung führen, obwohl jetzt zum Beispiel eine gute Zusammenarbeit im Team und der Familie ist, also als weiteren Faktor, der sich jetzt vielleicht bei Ihnen in den Studien nicht direkt gezeigt hat, aber den Sie aus Ihrem Erfahrungsbericht erzählt. Ja, ich meine, das haben wir uns nicht genau angeschaut. Das macht aber natürlich Sinn. Und dass Kinder mit sozioemotionalen Problemen bieten besondere Herausforderungen für die Fachkräfte. Und auch hier ist natürlich die Frage, Punkt 1, haben die Fachkräfte entsprechend Qualifikation im Umgang damit? Punkt 2, sind es Kinder, die auch tatsächlich, sage ich mal, inklusiv in einer regulären Kita betreut werden können? Oder sind es Kinder, die eben auch noch eine zusätzliche Unterstützung oder therapeutische Angebote hier benötigen? Und da finde ich es eben auch einfach sehr, sehr gut und wichtig, dass man hier mit unterschiedlichen Stellen, mit psychosozialen Beratungsstellen, mit Therapeutinnen, Therapeuten auch zusammenarbeitet und das auch möglichst früh tut und nicht erst dann, wenn sich eine Erzieherin krank gemeldet hat, weil sie einfach die Situation mit einzelnen Kindern in der Gruppe nicht mehr aushält und eben auch die Eltern da ins Boot zu holen. Vielen Dank. Also es zeigt nochmal, dass die Vernetzung dann auch sehr wichtig ist, die dann eine einzelne Kita mit dem Hilfesystem oder den Beratungsstellen drumherum hat. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Ich möchte jetzt aber auch noch gerne die letzte Frage aus dem Chat aufnehmen von Egalm. Was tun, wenn ein Team in einem Teufelskreis steckt aus vielen Krankheitsphasen? Und dann eben vielleicht gerade dieses strukturelle Problem auftritt, was Sie vorher auch genannt haben, mit lang andauernd unterbesetzten Personal. Haben Sie da noch eine kurze, vielleicht hoffnungsbringende Botschaft, die hier Ich vielleicht greifen kann? glaube, ich würde da tatsächlich argumentieren aus dem Gedanken der Theorie heraus, wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, wo dauerhaft Fluktuation ist, die Personen ständig im Krankenstand sind, würde ich vermutlich sagen, da muss eine Unternehmensberatung her und mal aus und mal aufdecken, was sind eigentlich die Prozesse hier, warum das so geballt hier vorkommt. Und so würde ich auch bei einer Kita argumentieren, dass da sicherlich etwas entweder in der Trägerstruktur, in der Einrichtungsstruktur oder im Zusammenspiel mit der Zusammensetzung der Kita dazu führt und würde auch da einfach externe Organisationsberatung reinholen und das nicht auf der einzelnen Person der Leitung lasten. Ja, vielen Dank für diesen Impuls. Wir haben heute sehr, sehr viele Dimensionen und mögliche Strategien jetzt auch von Ihnen im Gespräch gehört. Und
Ich hoffe, alle Teilnehmenden und Zuhörenden haben davon profitiert und neue Impulse mitbekommen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Expertise, die Sie uns heute geschenkt haben, und wünsche allen einen ganz angenehmen Abend, Nachmittag und eine erholsame Zeit jetzt über die Feiertage. Wir freuen uns auf das nächste Mal bei Forum Ampuls Mitte Juni. Sie finden alle Infos auf der Webseite. Bis dahin, auf Wiedersehen und gute Zeit. Vielen Dank.